Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement Podcasts. Letzte Woche noch auf der Galabau und heute schon in unserem Podcast. Frau Annika Zastrow ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück und absolute BIM-Expertin. Durch ihre Forschungsprojekte beschäftigt sich Frau Zastrow sowohl mit aktuellen als auch mit zukünftigen Themen rund um Building Information Modeling. In der letzten Folge ging es generell um Unterschiede und Gemeinsamkeiten von BIM-Anwendungsfällen im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau. Mit Frau Zastrow spreche ich heute über ihre Erfahrung mit der BIM-Methodik speziell in der Landschaftsarchitektur, den Status quo, aber ganz besonders auch über aktuelle Forschungsprojekte und den Erkenntnissen daraus. Also absolut interessant für alle Landschaftsarchitekten und Galabauer da draußen, die in Sachen BIM up-to-date sein wollen. Ich freue mich auf das Gespräch und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Frau Zastrow. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, herzlich willkommen. Ja, wie war für Sie die Messe? Erzählen Sie kurz, wie erging es Ihnen letzte Woche? Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung von Hauraton, habe mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt in der ganzen Zeit und ich hoffe, der Vortrag war auch interessant. Das war definitiv, ja, ich konnte ihn ja auch verfolgen und es waren richtig tolle Insights auch drin, ne, über die wir teilweise heute ja auch sprechen. Deshalb, ja, freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und vielleicht zu Beginn sprechen wir mal über Ihre Aufgaben an der Hochschule. Ich hatte schon in der Einleitung gesagt, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin. Was heißt das genau und was machen Sie dort? Also ich studiere auch an der Hochschule noch. Ich habe den Bachelor im Studiengang Landschaftsbau gemacht und jetzt mache ich dort den Master, schreibe gerade aktuell an meiner Masterarbeit und ich arbeite bei der Hochschule seit 2021 und bin da seit anderthalb Jahren jetzt in der Lehre tätig. Also ich bin mehrere verschiedene Stellen durchlaufen und aktuell unterrichte ich eben Bauzeichnen. Einmal in 2D und dann eben auch in 3D. Und ich unterstütze auch meine Vorgesetzte Frau Brückner in vielen verschiedenen Modulen. Wir haben an der Hochschule 2 BIM-Module, die für die Landschaftsarchitekten und für die Bauingenieure gedacht sind. Und da betreue ich eben Übungen im Bereich VR und 3D-Visualisierung. Ja, das ist ein breites Feld. Da haben Sie sicherlich einiges zu tun. Das heißt, zum einen lehren Sie selbst und zum anderen unterstützen Sie Frau Brückner, sagten Sie. Frau Brückner ist wer? Frau Brückner ist an der Hochschule Osnabrück für den digitalen Bereich verantwortlich und ist auch Leiterin der ganzen Forschungsprojekte, die wir durchführen. Ja, dann lassen Sie uns über BIM sprechen. Ne? Wie würden Sie so den aktuellen Status quo beschreiben? Wo stehen wir? Es ist so, dass wir in der Landschaftsarchitektur in einer ziemlichen Pionierphase aktuell sind. Es ist so, dass die Landschaftsarchitekturbüros, die sich eben mit BIM beschäftigen, sehr vereinzelt sind. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es noch nicht in der breiten Masse angekommen ist. Und auch in der Forschung ist es eben so, dass viele Standards, also viele Bereiche, viele Anwendungsfälle schon gut ausgearbeitet sind, aber andere Bereiche sind eben noch gar nicht erforscht. Und man kann sich eben einige Sachen gut vom Hochbau abschauen, aber viel muss eben auch neu erfunden werden, weil zum Beispiel für die Vegetation, für die Pflanzen noch gar keine Standards vorhanden sind und da muss eben erst noch erforscht werden. Zeigt sich das dann auch in den Studentenzahlen, ne? Wenn Sie sagen, es gibt eben die zwei Module für Landschaftsarchitektur und für Bauingenieurwesen, ist dann wahrscheinlich Bauingenieurwesen deutlich größer, die Gruppe, oder ist es schon in der Ausbildung schon ausgeglichen? Also in den Gruppen, in den Wahlpflichtmodulen ist es relativ gut ausgeglichen, weil eben der Studiengang Landschaftsarchitektur viel größer ist und deswegen sind dementsprechend auch mehr Leute in dem Modul. Ist es ein Pflichtmodul?
Nee, das ist ein Wahlpflichtmodul. Es ist aber so, dass sowohl die Bauingenieure und die Landschaftsarchitekten eben 3D-Modellieren schon in Pflichtmodulen lernen, zumindest ansatzweise. Das ist natürlich bei den Bauingenieuren dann tiefgreifender und bei den Landschaftsarchitekten eben nur ein kleiner Exkurs, aber die BIM-Module bauen dann eben auf diesem Grundwissen, was das 3D-Modellieren angeht, auf. Und wie hat sich das so entwickelt? Sehen Sie da, gerade weil es eben kein Pflichtmodul ist, sehen Sie die Zahlen wachsend, auch gerade speziell in der Landschaftsarchitektur, in dem Studium? Ja, das Interesse nimmt auf jeden Fall zu und damit wird ja auch die Entwicklung in den Unternehmen wieder gespiegelt, weil vor allen Dingen bei den Bauingenieuren ist es so, dass man kaum noch drumherum kommt um BIM. Und bei den Landschaftsarchitekten ist das ein bisschen anders, ist es noch nicht so weit fortgeschritten, aber die Leute wissen eben, dass sie mit BIM auch sehr gute Berufseinstiegschancen haben. Mhm. Dementsprechend sind die Module dann relativ beliebt. Ganz grundsätzlich, speziell im Landschaftsbau, in der Landschaftsplanung, wo liegt aus Ihrer Sicht aktuell der größte Mehrwert in der BIM-Methodik? Also ich würde sagen, der größte Mehrwert ist eben die Zusammenarbeit, weil BIM ja nicht nur bedeutet, 3D zu modellieren, sondern eben auch das Kooperieren der verschiedenen Sparten, das Zusammenfügen von Teilmodellen. Und da hat man eben die Möglichkeit, Planungsfehler sehr früh aufzudecken und deswegen eben langfristig die Planung auch zu verbessern. Ja, das ist aktuell der größte Mehrwert in meinen Augen, aber zukünftig in der Entwicklung wird es eben so sein, dass man auch den ganzen Lebenszyklus betrachtet und dann eben auch Potenziale in der Nachhaltigkeit ausschöpfen kann. Wo sehen Sie so die größten Treiber? Also es ist so, dass es ja diese Masterpläne gibt im Bereich Bundesfernstraßen und für Bundesbauten. Und deswegen wird der Druck auf den Hochbau eben erhöht und dementsprechend wird auch der Druck auf die Landschaftsarchitektur höher. Hm. Und so wird das Ganze eben fortschreiten. Kommen wir zu Ihren Forschungsfeldern, Forschungsprojekten. Woran arbeiten Sie gerade? Ja, wie sieht sowas aus? Wie sieht so die Arbeit von Ihnen tagtäglich aus? Also ich selber bin ja nicht in der Forschung tätig. Ich bekomme die Forschungsprojekte eigentlich ja nur aus dem Büroalltag mit, beziehungsweise auch aus Studentensicht. Es gibt da ein großes Forschungsprojekt, das jetzt bis 2022 gelaufen ist. Das war das Forschungsprojekt Freiraumplanung digital im Rahmen Qualität Plus. Und das wurde eben gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Und da wurde eben in 3 Jahren sehr viel getan, um die Lehre zu fördern. Da wurde die Digitalisierung gepusht. Es konnten Mitarbeiter eingestellt werden von der Hochschule. Und in dem Rahmen sind eben sehr viele BIM-Workflows hier an der Hochschule erarbeitet worden. Wir haben zum Beispiel ein Projekt hier am Campus. Wenn ich hier bei mir im Büro aus dem Fenster schaue, sehe ich das fast schon. Das ist ein Gebäude, das wurde dann komplett, der Hochbau wurde komplett 3D modelliert und eben auch die Außenanlagen. Und da wurden eben sehr viele Projekte mit durchgeführt. Also es wurde zum Beispiel so eine Drohnenbefliegung auch dort gemacht oder es wurden Scans durchgeführt, die dann eben auch in der virtuellen Realität angeschaut worden sind. Und da sind eben ganz viele Workflows entstanden, die auch jetzt in der Lehre noch verwendet werden. Und die Datengrundlagen werden da eben auch weiterverwendet. Wenn jetzt so eine Drohne beispielsweise fliegt, in welchem Anwendungsfall befinden wir uns da und was genau werden für Daten aufgenommen? Also die Drohne, das ist der Anwendungsfall der Bestandsaufnahme. Das heißt, die Drohne überfliegt das Gebiet und nimmt eben eine Punktwolke auf und die Punktwolke kann dann im Anschluss weiterverarbeitet werden und dann zu so einem digitalen Geländemodell eben vermascht werden und das kann dann verwendet werden, um die Höhenplanung in dem Gebiet eben als Datengrundlage zu haben. Dann hatten Sie über das Scannen gesprochen, ne? Wie sieht's da aus?
Genau, da haben wir auch verschiedene Workflows. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit dem ganz normalen iPad, mit dem iPad Pro, einen Scan herzustellen, der aber jetzt georeferenziert nicht hundertprozentig genau ist. Das heißt also, ich gehe mit dem iPad um ein Objekt herum oder eine ganze Bodenfläche und bekomme dann ein höhengerechtes Modell von der Umgebung, die ich eben abgescannt habe. Wir haben jetzt aber auch neuerdings ein Gerät, das georeferenziert Zentimeter genau das Modell einordnen kann. Das heißt, ich habe dann quasi meine Fläche direkt als Modell. Genau. Gibt es weitere Forschungsprojekte? Genau, wir haben ein Forschungsprojekt, das jetzt auch 2022 abgeschlossen worden ist. Das ist von der Stadt Hamburg gefördert worden. Und da ging es eben darum, den Bauantrag BIM-basiert durchzuführen. Das haben wir in Zusammenarbeit mit der Uni Bochum erarbeitet. Die hat da den Hochbau modelliert und wir haben eben den Freiraum modelliert. Und da ging es darum, das Ganze zusammenzufügen. Also erstmal um die Zusammenarbeit und dann eben darum, wie wird richtig modelliert. Wie hat zum Beispiel so ein Baum auszusehen, ein 3D-Modell davon. Das ist eben so, dass wir einmal den Stamm modellieren, dann eben die Krone und dann die Wurzel. Und dann wurde das eben veröffentlicht als Modellierungsrichtlinie, wie man eben die Objekte, die im Freiraum vorkommen, für den Bauantrag modellieren muss. Und das war eben der eine Teil von dem Projekt. Und der andere Teil, da ging es schon richtig in das Arbeiten mit Sachdaten in BIM auch und um die Modellprüfung. Und da wurde eben geprüft mithilfe von Skripten, wie das Modell die Anforderungen des Bauantrags erfüllt. Zum Beispiel, sind genügend Quadratmeter Dachflächen da oder sind die Hochwasserschutzflächen eingehalten oder zum Beispiel der Brandschutz? Sind genügend Feuerwehrstellplätze vorhanden? Sind die Radien von den Durchfahrhöhen, ist das alles korrekt? Und das lässt sich alles mit BIM automatisch prüfen. Und also das heißt, es war ja ein Forschungsprojekt und ist das alles so gelungen, wie man sich das vorgenommen hat? Und was sind jetzt so die konkreten Erkenntnisse daraus? Also das mit den Prüfungen hat sehr gut funktioniert und auch das mit der Modellierungsrichtlinie. Und wir haben dann eben auch versucht, die Modellierungsrichtlinie in verschiedenen Programmen anzuwenden und das war eigentlich auch gut möglich. Also diese Modellierungsrichtlinie, die kann eben auch im weiteren Verlauf verwendet werden. Wir hatten einzelne Erkenntnisse, an denen wir jetzt eben im weiteren Verlauf arbeiten, zum Beispiel der Aufbau. Also es war eine Dachbegrünung auf einer Tiefgarage und da ging es eben darum, wie wird der Aufbau von so einer Dachbegrünung vernünftig modelliert. Und da ist eben die Frage, welche Schichten werden jetzt eben einzeln modelliert und welche dann beispielsweise als ein großes Objekt, da sind noch Potenziale, das Ganze auszuarbeiten. Das weitere Projekte? Wir haben ein großes Projekt in der Verbandsarbeit, das war der FLL-Arbeitskreis Landschaftsarchitektur und die Building Smart Gruppe Landschaftsarchitektur. Dort wurde so ein Vorstandard entwickelt für die Sachdaten. Das heißt, da wurden die Objekte zu Klassen hinzugefügt, zu Gruppen mit einer einheitlichen Benennung und dort wurden eben Property Sets standardisiert unterteilt. Und das Ganze wird jetzt im Oktober tatsächlich veröffentlicht. Und da gibt es jetzt ein Forschungsprojekt, das jetzt darauf aufbaut. Und das wird ab Oktober diesen Jahres bei uns an der Hochschule durchgeführt in Zusammenarbeit mit der PSU. Und das ist eben beauftragt von der BAST. Und da geht es eben darum, diesen Vorstandard, also das BIM-Fachmodell Landschaft und Freianlage, in einem Praxisprojekt umzusetzen und eben zu testen. Und da geht es auch wieder um die eventuell teilautomatisierte Durchführung von Genehmigungsprozessen. Und vor allen Dingen geht es eben darum, diesen Vorstandard zu überprüfen und zu verbessern. BAS ist die Bundesanstalt für Straßenwesen. Okay. Dieses BIM-Fachmodell Landschaft und Freianlage, das ist im Aufbau auf die BIM-Klassen der Verkehrswege entstanden.
Und integriert sich da eben rein und findet auch eine gemeinsame Sprache. Dass eben zum Beispiel die Möbel dann nicht Möbel heißen, sondern Einbauten. Und dass es eben im Straßenbau und in der Freiraumplanung einheitlich ist. Ja, das sind ja schon einige wirklich sehr interessante Projekte und auch schön zu hören, finde ich, ne, dass das eine auf das andere aufbaut und da auch Erkenntnisse draus weiter hinterfragt und geprüft werden. Jetzt bin ich Landschaftsarchitektin, studiere jetzt nicht an der Hochschule Osnabrück, habe mein Studium vielleicht schon hinter mir und bin schon längere Zeit ja im Beruf. Wie komme ich an diese Informationen? Also wie kann ich mich aufschlauen und eben aus diesen Forschungsergebnissen auch lernen? Also die Forschungsergebnisse aus den genannten Projekten jetzt, die sind alle auf der Internetseite von Frau Brückner zusammengefasst. Das ist eben auf der Website der Hochschule Osnabrück, Frau Dr. Ilona Brückner, und dort sind eben diese Modellierungsrichtlinien verwiesen und eben auch dieser Standard für die Sachdaten, das BIM-Fachmodell Landschaft und Freianlage. Genau, also wer sich dafür interessiert, kann auf der Webseite nachschlagen. Okay, sehr schön. Dann verlinke ich die Seite in den Shownotes. Mhm. Ja, gibt es weitere Projekte oder weitere vor allen Dingen Erkenntnisse jetzt auch aus den anderen, die Sie genannt haben, die jetzt ja mir speziell als Landschaftsarchitektin oder als Bauingenieur weiterhelfen, die ich jetzt schon nutzen kann? Ja. Ja, also es ist so, dass diese Sachdaten und die Modellierungsrichtlinie genutzt werden können, aber es wird immer so sein, dass die eben auf das spezielle Projekt angepasst werden müssen. Also es ist nicht so, dass es jetzt schon einen Standard gibt, der komplett genutzt werden kann, sondern da muss immer projektspezifisch angepasst werden. Wenn Sie jetzt so an die letzten 5 Jahre denken, ne, die Sie ja jetzt auch noch nicht ganz, aber auch ja als Studentin ja auch dann schon an der Hochschule waren und sich mit BIM beschäftigt haben. Das heißt, wo sehen Sie so in diesen 5 Jahren so die größten Entwicklungen in der BIM-Methodik, in der jetzt speziell auf die Landschaftsarchitektur bezogen? Es ist so gewesen, dass wir durch dieses Forschungsprojekt Q+ bei uns in der Lehre sehr große Fortschritte gemacht haben. Also dieser ganze VR-Standard und auch was das 3D-Visualisieren angeht, da sind wir eben jetzt durch dieses Projekt sehr viel weiter als vor 5 Jahren. Und vor allen Dingen die 3D-Visualisierung, diese Programme sind eben relativ neu. Und es ist auch so, dass jetzt diese KI-3D-Visualisierung im Kommen ist. Und das ist jetzt eben auch eine relativ neue Sache, die auf jeden Fall in den letzten 5 Jahren entstanden ist. Und dieses Visualisieren mit Photoshop, das wird zum Beispiel immer weniger werden. Also da gibt es mittlerweile Software, die das Ganze eben ersetzt. In der letzten Folge mit Frau Simic sprachen wir konkret über verschiedene BIM-Anwendungsfälle. Wo würden Sie sagen, sind wir in der Landschaftsarchitektur bereits am weitesten und wo noch gar nicht? Wir sind in der Landschaftsarchitektur sehr weit, was die früheren Phasen des Entwurfs angeht. Also die Entwurfsplanung, die ist schon sehr gut ausgearbeitet. Also auch mit den Modellierungsrichtlinien, die wir jetzt erstellt haben, ist es eigentlich sehr gut möglich, so einen Entwurf zu modellieren. Und eben auch die Bestandsaufnahme. Also der Anwendungsfall Bestandsaufnahme ist auch sehr gut ausgearbeitet. Eben das Befliegen mit Drohnen ist möglich und dieses automatische Erstellen von Geländemodellen, aber eben auch das Nutzen von Totalstationen, eben um 3D-Daten zu bekommen, das ist sehr gut ausgearbeitet. Und ein anderer Anwendungsfall, der auch sehr gut ausgearbeitet ist, ist eben die 3D-Visualisierung. Wenn man ein 3D-Modell bereits modelliert hat, dann ist es eben nur noch ein sehr kleiner Schritt, so eine optisch ansprechende Visualisierung zu erstellen. Das war früher eben sehr aufwendig, das beispielsweise in Photoshop zu machen oder so. Aber wenn man eben mit einem 3D-Modell schon arbeitet, dann sind es teilweise nur wenige Klicks,
Je nachdem, wie aufwendig die Visualisierung jetzt sein soll. Und dann hat man eben ein schönes Bild oder ein schönes Video, das eben im Hintergrund den Himmel beispielsweise hat oder eben die Umgebung. Und das ist auch bei uns hier an der Hochschule sehr gut ausgearbeitet. Und dann gibt es natürlich im Bereich der Ausführungsplanung die Möglichkeit, Mengen zu ermitteln aus dem 3D-Modell. Man kann schon die Kosten ermitteln. Also es gibt da Dienste, die automatisch Kosten berechnen können von den Bauteilen. Also eben das bauteilbezogene Kalkulieren ist schon gut ausgearbeitet. Und das automatische Verknüpfen von Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungsunterlagen, das ist sehr gut möglich mit dem 3D-Modell. Und andere Bereiche, wo wir eben noch nicht so weit sind, wo wir eben in der Landschaftsarchitektur dem Hochbau so ein bisschen hinterherhinken, das ist beispielsweise die Terminplanung, die Logistikplanung, alles, wo es dann eben in den Bereich der Ausführung übergeht. Und die Baufortschrittskontrolle, da habe ich auch mit Frau Siemek drüber gesprochen, dass das im Hochbau schon sehr viel weiter ausgearbeitet ist. Und auch was Mängelerfassung, Nachträge angeht, da sind wir eben im Bereich BIM in der Landschaftsarchitektur noch nicht so gut aufgestellt. Woran glauben Sie, liegt das? Also der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein, dass wir einfach in so einer sehr frühen Entwicklungsphase sind. Die vorangehenden Anwendungsfälle, die sind auch alle gerade erst in so Testphasen und deswegen bietet es sich eben noch nicht an, die Modelle dann in der Ausführungsphase weiterzuentwickeln. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Garten- und Landschaftsbau ist da eben so eine Sache. Im Garten- und Landschaftsbau, da sind wir in einem sehr, sehr frühen Stadium. Also fast in den seltensten Fällen gibt es eben Garten- und Landschaftsbauunternehmen, die schon mit BIM arbeiten. Und wenn, dann sind es eben nur einzelne Anwendungsbereiche. Zum Beispiel so eine Drohnenbefliegung oder auch ein Aufmaß per Scan, das geht auch schon, aber das sind eben nur ganz vereinzelte Fälle. Und um eben BIM zu nutzen in der Phase der Bauausführung, da muss eben auch der Garten- und Landschaftsbau irgendwann an Bord geholt werden. Und ja, daran, so weit sind wir einfach aktuell noch nicht. Aber in den kommenden Jahren ist eben zu erwarten, dass wir da dem Hochbau so ein bisschen gleichziehen und dann auch diese Anwendungsfälle in der Bauausführung weiter ausgearbeitet werden. Das ist eine schöne Überleitung auch zum Ende des Podcasts. Sie sagen gerade, die Überleitung in die Bauausführung wird uns beschäftigen in den kommenden Jahren. Wann, glauben Sie, sind wir bei, ich sage jetzt mal, 50% in BIM modelliert Bauvorhaben? Also 50% im Landschaftsarchitektur, das wird noch sehr lange dauern. Also ich habe neulich gehört, ich weiß auch nicht, ob die Daten da ganz aktuell sind, dass auch noch nicht mal beim Hochbau zu 50% in BIM modelliert wird. Also es ist zu erwarten, dass wir uns da eben anpassen und uns daran orientieren, was eben der Hochbau macht. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel für die Bundesfernstraßen ja jetzt diese Masterpläne veröffentlicht worden sind und vor allen Dingen in der Umweltplanung wird der Druck da sehr groß werden, weil auch Firmen wie die Degis dann eben auf das Arbeiten mit BIM bestehen. Da wird es sehr zeitnah keinen Weg mehr drumherum geben, mit BIM zu arbeiten. Also da werden die Zahlen dann in die Höhe schießen demnächst. Ja. Jetzt bin ich ein kleineres Landschaftsarchitekturbüro und habe mit BIM bisher keine Berührung gehabt. Wo soll ich anfangen? Was würden Sie empfehlen? Guter Startpunkt wäre, mit dem 3D-Modellieren anzufangen, mit so einem 3D-Modell eben das Arbeiten, den Umgang zu lernen und dann eben einzelne Anwendungsfälle, die jetzt schon sehr gut ausgearbeitet sind, zu nutzen.
Und am besten Studenten von der Hochschule Osnabrück einstellen. Genau. Die ja bestens gelehrt werden, so wie ich es jetzt gehört habe von Ihnen. Ja, Frau Zastrow, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für die Informationen, für die Einblicke in die Forschungsarbeit der Hochschule, in Ihre Erfahrung. War sehr interessant. Sehr gerne. Danke Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.